Thank you.
Damals waren die Regeln vielleicht noch etwas anders, als wir es heute kennen. Deswegen haben wir sie hier noch einmal ausgedruckt oder ausgeschrieben. Wer kann vielleicht die erste Regel mal vorlesen? Erstens, beim Eintritt des Lehrers haben die Schüler aufzustehen und den Sekundenmann und den Sekundenmann zu tun. Ganz genau. Ich weiß gar nicht, Frau... Fräulein Lehrerin, ganz klar. Also, wenn dann die Fräulein Lehrerin gleich reinkommt, dann können wir alle aufstehen, neben die Bank stellen. Genau, dann. Guten Morgen. Richtig. Zweite Regel. Nicht irgendwie gebeugt, sondern alles schön gerade ordentlich. Und es geht auch noch ein bisschen weiter. Dritte Regel. Jeder legt seine Hände geschlossen auf den Tisch. Genau. Einfach so gerade auf den Tisch reicht aber auch. Und die, die keinen Tisch haben, einfach vielleicht auf die Oberschere. Wie geht's weiter? Regel Nummer 5, auch ganz wichtig. Sämtliche Kinder schauen dem Lehrer fest in die Augen. Genau, Aufmerksamkeit immer schön nach vorne. Und was ist noch verboten? Und dann mit dem linken, mit der linken Hand den Ellbogen. Genau, okay, könnt ihr, super. Und noch eine letzte Regel, die ist heute vielleicht auch noch ein bisschen wichtig. Alle Schulsachen und das Klassenzimmer müssen stets reinlich und in Ordnung gehalten. So, das sind die Regeln, die vielleicht alle zu befolgen sind. Wer weiß denn, was früher passiert ist, wenn man die Regeln nicht reinigt? Strafen, die ein bisschen anders sind, waren, als sie es heute sind. Wir haben hier vorne zum Beispiel auch ein Holzscheit liegen, auf dem ich dann zum Beispiel gekniet werden musste. Oder es gab auch Schläge auf die Finger oder was anderes in die Ecke stellen. Wenn gleich jemand von euch eine Regel kriegt, und voller Lehrerin euch bestraft, dann müsst ihr natürlich durchführen. Wir zeigen uns nur kurz an, was dann passiert wäre. Okay, also das so schön machen wir es hier nicht. Genau. Habt ihr noch eine Frage? Dann wünsche ich euch viel Spaß. Guten Morgen, Frau Lehrerin. Guten Morgen. Setzt euch. Als erstes erfolgt die Fingerkontrolle, denn wenn wir gleich zum Herrn beten, sollten eure Finger rein sein. Sehr schön, die erste Reihe ist vorbildlich. Na, da hat jemand nicht aufgepasst. Die Finger bitte ausstrecken, das gibt Strafe. Erhebt euch, wir wollen beten. Mit Gott fang an, mit Gott hör auf, das ist der schönste Lebenslauf.
Ihr dürft euch setzen. Gestern hattet ihr den Auftrag, zu Hause die 7er Reihe auswendig zu lernen. Ja, ich hoffe sehr, ihr habt euch daran gehalten, aber ich sehe einige betretene Gesichter. Zur Wiederholung werden wir diese erst gemeinsam durchgehen, aber stellt euch anschließend auf eine Einzelkontrolle. Ihr dürft euch hinstellen. Alle bitte laut im Chor. 1 mal 7 ist 7. 2 mal 7 ist 14. 3 mal 7 ist 21. 4 mal 7 ist 28. 5 mal 7 ist 35. 6 mal 7 ist 42. 7 mal 7 ist 49. 8 mal 7 ist 56. 9 mal 7 ist 63. 10 mal 7 ist 70. Das war schon sehr schön. Ihr dürft euch setzen. Lena, steh bitte ab. Wie viel ist 2 mal 7? Und Lena, beachte, deine Antwort beendest du mit Fräulein Lehrerin. 2 mal 7 sind 14. Sehr gut, Lena, setze dich. Christina, erhebe dich bitte. Wie viel ist 4 mal 7? 4 mal 7 ist 8. Sehr gut, du darfst dich setzen. Erhebe dich bitte. Neun mal sieben. 9 mal 7 ist 56. Du hast nicht gelernt, mein Kind. Auf den Holzscheit mit dir. Auch jetzt natürlich nicht ernsthaft auf dem Holzscheit zu fliegen, aber du kannst dich heute kaum noch vorstellen. Früher war es tatsächlich. So, wir wollen das Schreiben üben. Ihr seht, hier vorne ist die Tabelle unserer Schönschreibbuchstaben. Dieselbigen findet ihr im hinteren Bereich auch noch einmal zur besseren Ansicht. Die Kinder in den vorderen Reihen haben ihre Tafel und die Kreide. Ihr schreibt bitte euren Namen darauf. Die anderen benutzen ihre Tafel und die Griffe dafür. Sollte der Name sehr lang sein, dürft ihr ihn auch abkürzen. Ihr dürft beginnen. Die hinteren Reihen bekommen natürlich noch ihre Schreibbuchstaben. Tatsächlich zweifelsfrei bis zu 2 Stunden in der Englisch.
je nachdem welche Stadt, war Anfang des 20. Jahrhunderts. In Ordnung, ich sehe, ihr habt geschrieben. Zum Ende unserer Stunde möchten wir gemeinsam einen kurzen Bibelvers sprechen. Der Nico erhebt sich bitte. Er wird diesen Bibelvers vortragen. Anschließend erhebt ihr euch alle und wiederholt den bitte dreimal im Chor. Bitte schön. Demut achtet einer den anderen. Erhebt euch. In Demut achte einer den anderen. In Demut achte einer den anderen. In Demut achte einer den anderen. Das habt ihr sehr gut gemacht, liebe Kinder. Unsere Unterrichtsstunde ist für heute beendet. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh!
Erwachsene in jede Hand eine und dann schön weit nach oben. Schön. Hallo, Ruhe jetzt. Ruhe jetzt hier hinter mir. Nils, nimm schön weit weg von deiner Frisur, hätte ich beinahe gesagt. Aber wem war das Feuerzeug? Wem war das Feuerzeug? Es brennt. Vielen Dank. Danke dir. Danke dir. Danke. Super. Wir machen weiter. Also, Nils, wir machen das folgendermaßen. Du wirfst mir jetzt die beiden Fackeln zu. Eine nach der anderen vor allen Dingen. Habt ihr das Funkeln in seinen Augen gesehen? Yes. Jetzt sind die Unterdrücker in ihrem Element. Ja, die alten Feuermännchen. Super. Simon, sehr gut. Lass das hier. So kriegst du nachher eine extra Belohnung von mir. Also, geh noch ein Stück. Mach das Feuerzeug. Das darfst du behalten, dann habt ihr auch Feuer oben. Ne? In der Steinzeit. Ist er. Ach nee, die haben ja jetzt eine Brücke. Und einen Flughafen. Meine Güte. Geh noch ein Stück zurück, sonst wird es zu leicht. Geh noch ein Stück zurück. Ja, so ist gut, schon. Bist du rechts oder Linkshänder? Rechts. Das ist schön, dass... Das ist schön, wenn man das selber von sich behaupten kann. Dass man, also hier, dass man weiß. Simon, also ich erkläre es dir. Jetzt Vorsicht, haltet die Kinder fest, das ist wirklich gefährlich. Ich habe mit den Hunsrückern noch nie vorher gearbeitet. Also, schön locker von unten nach oben. Ja? Moment! Und ihr hier hinten bekommt jetzt ganz besonders viel Spaß. Wenn die Fritten ein bisschen kalt geworden sind, gleich werden sie wieder warm. Ja, kann ich für sorgen. Also passt ein bisschen auf da hinten. Und du, locker, nimm sie ein bisschen in der Mitte. Bisschen in der Mitte. In der Mitte. So, locker von unten nach oben. Nicht so doll drehen. Ja? Und lieber mal so ein bisschen zu kurz. Hä? Als, ja. Ich hab's ja erklärt dahin. Das wird schon reichen. Simon, Trommelwirbel. Nummer 1. Locker. Hui! Ja! Ich hab sie! Ich hab sie! Klasse! Meine Güte! Das haben wir nicht erwartet jetzt, oder? Das haben wir nicht erwartet, das war gut. Also, pass auf. Nummer 2. Locker, hier bin ich, hier. Hui! Ja! Auch die! Meine Güte! Meine Güte, dass ich die gefangen habe, das war aber nicht dein Verdienst. Hey, du bist klasse. Klasse. Nils, komm her. Hast du toll gemacht. Dein Applaus nochmal. Nils, super. Nils, komm rüber auf deinen Platz. Schnell, 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 schnell. Schnell, schnell.